made by the community. Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute mit einem neuen Concept Sale Video für euch und das nicht nur mit einem neuen Schiff, sondern gleich mit einem ganzen neuen Schiffshersteller. Dieser heißt Getac und stellt hier ihr neuestes Schiff, die Raylan, vor. Die Getac-Manufaktur kommt aus dem Volke der Jian und stellt uns hier ein neues Frachtschiff zum Kauf zur Verfügung. Zu den Feierlichkeiten und des Starts der diesjährigen Alien Week schreibt die Getac-Manufaktur folgendes. Viele Menschen betrachten die Menschen der Cao Xian im wahrsten Sinne des Wortes als fremd. Es gibt jedoch klare Vorteile aus unseren fortschrittlichen technologischen Methoden der Sternenforschung. Getac-Schiffe sind ideal für Menschen, die daran interessiert sind, das Wissen zu nutzen, das wir aus einer sagenumwogenen Geschichte unter den Sternen erworben haben. Unser erster Einstieg in den UEE-Schiffsmarkt, die Getac Raylan, ist ein eleganter, kommerzieller Transporter, der sowohl für menschliche als auch Jian-Crews entwickelt wurde, die nach einer sicheren und zuverlässigen Frachtlösung suchen. Mit unserer proprietären Graf-Lev-Technologie und bewährten traditionellen Designs, die für die Moderne aktualisiert wurden, ist die Raylan ein Paradebeispiel dafür, warum das Jian-Reich seit Jahrhunderten Getac bei der Herstellung seiner Industrie- und Handelsschiffe vertraut. Bevor wir zu weiteren Details kommen, starten wir wie immer mit den grundsätzlichen Spezifikationen der Getac Raylan. Sie hat eine Länge von 53 Metern, eine Breite von 52 Metern und eine Höhe von 67 Metern im Flugmodus. Wie ihr sehen könnt, klappt sich das Design zur Landung zusammen, ähnlich wie wir das auch bei der Santokai bzw. aktuell im Verse schon bei der Kartual der Jian sehen können. Das Schiff ist ausgelegt für eine Besatzung von 4 Personen und bietet bis zu 320 Standard Cargo Units nach der UEE-Rechnung. Als Bewaffnung dienen hauptsächlich 2 bemannte Geschütztürme, die jeweils 2 Size 4 Waffen beinhalten. Diese sind an den Seiten des Schiffs angebracht. Außerdem haben wir noch weitere Raketenwerfer, 2 Size 4 Racks und 2 Size 3 Racks. In den beiden Size 4 Racks sind standardmäßig jeweils 8 Size 1 Raketen, also insgesamt 16 Size 1 Raketen verbaut. In den beiden Size 3 Racks sind standardmäßig jeweils 2 Size 2 Raketen, also insgesamt 4 Size 2 Raketen verbaut. Außerdem bietet die Getac Raylan auch noch einen Size 2 Tractor Beam. Von den Komponentengrößen sind wir teilweise in Medium und teilweise in Large angesiedelt. Das Powerplant ist in Large angesiedelt und wir haben 2 Large Shield Generator, was auch dafür sorgen dürfte, dass das Schiff mit seinen 53 Metern Länge eigentlich eine sehr gute Schildtechnologie haben sollte. Zur Panzerung ist hier weitergehend nichts genannt. Es gibt nun auf der Homepage noch einige weiterführende Informationen zu den verschiedenen Systemen. Beispielsweise wird hier über die Ladung gesagt, dass die einzigartig geformten Frachtkapseln eine hochwertige Legierung aus dem Elsin-System verwenden, um die Nutzkapazität zu maximieren und gleichzeitig gewährleistet wird, dass die Fracht auch bei turbulenten Flügen sicher bleibt. Dem ein oder anderen aufmerksamen Beobachter wird ja aufgefallen sein, dass sich die Getac Raylan ähnlich wie die Kartual und ähnliche zusammenklappt bei der Landung, um dann eben auch möglichst dem Erdboden nahe zu kommen. Und auch dazu schreiben die Entwickler noch etwas. Der Landemodus. Der wandelbare Spaceframe der Raylan verwendet eine unterschiedliche Landekonfiguration, die im Vergleich zu vielen Schiffen seiner Klasse ein sicheres Entladen an einer Vielzahl von Orten und Bedingungen ermöglicht. Ja, man kommt also einfach an die Ladung natürlich besser ran, als wenn sie sich nicht zusammenklappen würde. Ob man das jetzt als Feature verkaufen muss? Naja, gut. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Im nächsten Artikel geht es um die Mannschaftsquartiere. Diese sind für Menschen und Jian gleichermaßen ausgelegt, sodass auch Crews, die gemischtrassig, also aus Jian und aus Menschen bestehen, auf langen Strecken sehr bequem reisen können. Weiter geht es um die Waffen. Ein umfangreiches Waffenpaket mit 2 manuellen Geschütztürmen und Quad-Raketenhalterungen bedeuten, dass die Raylan selbst in gefährlichen Szenarien nicht unterlegen ist. Naja gut, das werden wir nochmal sehen, je nachdem wie beweglich sie ist und auch die Abdeckung der Gefechtstürme sieht jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Aber gut, sie ist halt auch ein Transporter und mit ihren 2 Size 4 Wummen
pro Seite bzw. pro Geschützturm ist sie ja auf einem ähnlichen Stand wie zum Beispiel eine Caterpillar, die dafür aber natürlich wesentlich länger ist, dafür aber auch wesentlich flacher. Von daher, mal sehen, von der Masse her dürften sie sich da wahrscheinlich nicht viel geben, wobei die Caterpillar hier natürlich mehr Frachteinheiten bietet als die Getac Raylan. Zuletzt wird hier noch über die Graph-Left-Technologie gesprochen. Wie bei den meisten traditionellen Gian-Fahrzeugen nutzt die Raylan die Graph-Left-Technologie auf effektive und innovative Weise, vom integrierten Traktorträger bis zum Schwerkraftlift, der zum Zugang des Schiffs selbst verwendet wird. Ja, sehen wir auch nochmal ein Bild zu. Also auf jeden Fall haben wir wieder solche schwebenden Plattformen, die ähnlich wie bei der K2L auch den Einstieg ermöglichen. Hier sehen wir aus der Broschüre mal einen Querschnitt und wir können also gut erkennen, wie wir unten zwischen den Vorderbeinen im gelandeten Zustand dann diese Graph-Left-Plattform sehen, um das Schiff zu betreten. Dann kommen wir in den Ship Entrance, also in den Eingangsbereich des Schiffs. Auf der Etage darüber finden wir die Crew Quarter und den Zugang zu den Manned Turrets. Außerdem ein Badezimmer, also auch das wird vorhanden sein. Und darüber finden wir alles, was mit dem Thema Schiffssteuerung und Item Access und Ähnlichem zu tun hat. Ja, im hinteren Bereich sehen wir dann diese großen Frachtcontainer, die ja mit dieser besonderen Legierung dann verstärkt sind. Also die Fracht wird wahrscheinlich auch an der Außenseite getragen und nicht im Innern, wie es jetzt hier aussieht. Das muss man natürlich mögen, aber ich finde es trotzdem durch diese Dreiecksform da sehr innovativ und es sieht halt auch irgendwie alienmäßig aus, ja, wie so ein, keine Ahnung, so ein Bienenpoppes oder sowas, wo da hinten dann die Pollen dran kleben. Also es sieht schon sehr, sehr cool aus. Auch im gelandeten Zustand sieht sie mächtig gewaltig aus. Ich denke mal, von vorne wird das später sehr cool aussehen. Ja, wie üblich startet heute am Donnerstag, am 10.06.2021, der Concierge-Verkauf für die Getac Raylan. Das bedeutet, Leute, die mehr als $1000 in Star Citizen investiert haben, die dürfen heute Abend schon zuschlagen. Alle anderen dürfen dann morgen Abend ab 18 Uhr am 11.06.2021 zuschlagen. Zu kaufen gibt es die Getac Raylan einmal als Warbond-Version für 216,58 € aus Deutschland inklusive Mehrwertsteuer. Dafür bekommt ihr die Getac Raylan, ein VFG Industrial Hangar, eine Lifetime Insurance und einen besonderen limitierten Concierge bzw. Chairman's Club Skin, dessen Name ich hier nicht aussprechen werde, weil der wird 100% falsch sein. Ihr seht ja, wie er heißt. Sieht auch wieder mal sehr spaßig aus. Das scheint also jetzt auch zu so einem Running Gag zu werden, dass man hier so eine Chairman's Club Lackierung beim ersten Mal mitkaufen kann. Ja, diesen Skin könnt ihr aber auch einzeln erwerben für 11 Store Credit Dollar oder etwas über 11 Euro. Außerdem könnt ihr die Getac Raylan natürlich auch mit Store Credits kaufen oder zu ihr upgraden. Der Preis dafür liegt bei $225 oder wenn ihr eben von einem niedrigeren Schiff upgradet, dann eben in der Differenz zu $225. Dafür bekommt ihr, wenn ihr das Schiff alleine kauft, die Getac Raylan, den VFG Industrial Hangar und eine 6-monatige Versicherung. Lifetime also wieder nur bei Warbond, so wie wir das kennen. Außerdem gibt es auch noch ein Alien Complete Pack 2951. Dieses kostet als Store Credit Version $2500. Und dafür bekommt ihr die Getac Raylan, die Asperia Talon, die Talon Shrike, die Prawler, die K2L, ebenfalls von den Gian, die Banu Defender, die Nox Q, die Asperia Vandul Glaive, die Asperia Vandul Blade, aber keine Scythe, die ist also immer noch nicht dabei. Außerdem haben wir noch die Aupoa Santokai und die Banu Merchantman. Abgerundet wird dieses formidable Buffet von einer Lifetime Insurance, weil wir natürlich über $1000 liegen und dem VFG Industrial Hangar. Wer möchte, kann das Ganze natürlich auch als Warbond-Version mit einem kleinen Rabatt, aber ansonsten gleich im Inhalt kaufen, also auch ohne den Chairman's Club Skin, ob das ein Fehler ist, man weiß es nicht, dann zahlt ihr $2436,53. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen Merch, die Star Citizen Collectible Pin Set Series 3. Bestehend aus 5 Alien-Schiffen, wie ihr hier sehen könnt, ist die Talon dabei, die Getac Raylan natürlich, die Glaive, die Banu Defender und auch die K2L.
Ja, das Ganze kostet 34,11 € aus Deutschland. Da müsste der Versand schon inkludiert sein. Und das sind eben so kleine Pins, die man sich dann an die Jacke, Hemd oder was auch immer ranpinnen kann. Sind eigentlich immer eine ganz gute Quali, aber muss man natürlich selber wissen, ob man das braucht. Ja, wie gesagt, upgraden könnt ihr auf die Raylan auch. Upgrade-Wert geht dann immer auf die $225, entsprechend die Differenz, wie ich eben schon gesagt habe. Ein Warbond-Upgrade gibt es dafür allerdings nicht. Das Schiff ist aber eben auch nicht limitiert. Und wann es denn rauskommen wird, ist natürlich die große Frage. Aktuell sieht man weder auf der Roadmap noch im Progress-Tracker irgendwas von dem Schiff. Vielleicht ändert sich das noch im Laufe des Abends mit dem Inside Star Citizen, kriegen wir vielleicht noch ein paar neue Informationen dazu. Aber das müssen wir einfach mal abwarten. Es wird selbstverständlich auch wieder Q&As, Fragen und Antworten geben, die ich euch selbstverständlich dann auch wieder übersetze. Und alles, was wir an zusätzlichen Informationen bekommen, das findet ihr dann natürlich im zweiten Video, sprich dem Q&A-Video zur Getac Raylan. Ich selbst muss sagen, finde das Schiff echt eine coole Mischung, ist ein solider Frachter, wie es jetzt mal sich für mich darstellt, mit ein bisschen Alien-Flair. Der Preis ist auch nicht zu übertrieben, wenn man überlegt, dass man hier ein 50, 60 Meter großes Frachtschiff kriegt in alle Richtungen von einem Alien-Hersteller. Mit insgesamt 320 Standard-Cargo-Units ist der Preis von ein bisschen über 200 €/Dollar schon in Ordnung, finde ich. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr über das Schiff denkt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir einen weiteren Schiffshersteller im Verse haben, der das Ganze noch ein bisschen, ja, diversifiziert, ein bisschen unterschiedlich macht und ja, natürlich dann auch wieder einen ganz eigenen Style Guide bekommt. Vielen Dank erstmal, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich hoffe, es waren einige interessante Informationen für euch dabei. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wegtreten!